Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf ist offensichtlich der Beginn der Rückabwicklung der sogenannten Aufgabenübertragung an die Kommunen und somit auch der Kreisgebietsreform. Denn mit diesem Gesetzentwurf werden viele Aufgaben von den Landkreisen und, hören Sie zu, Herr Ringoth, und kreisfreien Städten auf Landesbehörden verlagert und somit ursprünglich getätigte Entscheidungen zurückgenommen. Es findet demnach eine Zentralisierung von Aufgaben statt. Für das Elterngeld, wir haben es ja schon gehört, soll künftig das Landesamt für Gesundheit und Soziales zuständig sein bzw. zuständig bleiben. Um noch einmal zu verdeutlichen, wie allein sachlich falsch die Kreisgebietsreform war, mit all ihren Nebengesetzen. Ursprünglich wurde den Landkreisen und kreisfreien Städten die Aufgabe der Gewährung von Elterngeld mit weiteren Aufgaben für die Zeit ab dem 1. Juli 2012 übertragen. Dennoch mussten die Landkreise und kreisfreien Städte diese Verantwortung bislang noch nicht schultern, da bis einschließlich Juni 2013 sowieso noch das Landesamt für Gesundheit und Soziales die Zuständigkeit innehatte. Nun haben die Landkreise und kreisfreien Städte gemerkt, dass die Übernahme der Verantwortlichkeit für die Gewährung von Elterngeld eine außerordentlich personal- und aufgabenintensive Aufgabe darstellt und auch technische Probleme bereitet. Insofern ist die Zentralisierung nur konsequent und sinnvoll. Ferner wird beispielsweise auch die Fischereiaufsicht, für die die Landkreise und kreisfreien Städte ebenfalls seit dem 1. Juli 2012 zuständig sind, wieder in die Landesverantwortung zurückübertragen. Begründet wird die Rückabwicklung damit, Zitat, dass die in § 3 des Aufgabenzuordnungsgesetzes genannten Aufgaben aus organisatorischen Gründen vom Land effizienter wahrgenommen werden können als von Landkreisen und kreisfreien Städten. Zitat Ende. Vielleicht sollten Sie endlich auch öffentlich eingestehen, dass Sie mit Ihrer Politik im Allgemeinen und mit der Kreisgebietsreform und allen seinen Nebengesetzen im Besonderen gescheitert sind. Dieser Gesetzentwurf ist ein erster Schritt wieder zurück zum normalen Denken. Dankeschön.